Ja, erstmal noch das schaffen jetzt. Painted Jacob Beast und dann gucken wir mal, was für Items überhaupt noch fehlen. Das dürften ja eigentlich gar nicht mehr so viele sein, ne? Weil alles, was ich neu gesehen habe, habe ich ja irgendwann schon mal aufgenommen. Das heißt, die meisten habe ich ja schon. Wahrscheinlich nur noch die letzten 10, die irgendwie kamen oder so. Irgendwann hat man alles ja schon mal aufgenommen. Vielleicht verschätzt man sich aber auch. So, wir machen das jetzt hier so. Den ersten Itemraum gucke ich mir an. Den Rest lassen wir aus. Was stuff I found. Ach, was ich übrigens gesehen habe. Seit wann ist das denn? Mir ist das noch nie aufgefallen. Ah ne, das geht nur im Hauptmenü. Wartet mal. Das ist ja ganz gruselig. Datei 1. Neuer Run. Jakob, bereue deine Sünden. Und auch alle Items und so sind übersetzt, ne? Wer bin ich? Fragezeichen. Ist das geil. Blutmacht. Blutmacht. Schwerere Items. Schwachere Items. Oh, geil. Todgewicht. Plagenbringer Abgrund. Bessere Läden, dir ist gut. Fötale Wut. Auch die Items sind übersetzt und so, kannst du ja nicht machen. Und hier auch normal schwer gieriger. Krass, ne? Gab's alles noch nicht damals. Damals war es, als wir angefangen haben, da war es noch richtig schwer, ne? Ja, und sobald Planetarium da ist, gucken wir es uns natürlich an. Okay, den brauchen wir nicht. Also ich habe echt gezweifelt, ob ich irgendwann Delirium und Mother schaffe. Ich glaube, Beast geht. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber da war ich ja schon fast am Ende, ne? Der hat ja schon geleuchtet. Ich war ja schon bei den Flames in Phase 2. Das ist ein gutes Tiersub, oder? Nee, es ist kein gutes Tiersub. Nur das Schrägschießen, naja. Ach, ich wollte bei Stuff I Found gucken. Unter was ist das? Unter Stats? Du meinst hier, oder? Ja, ich kann ja, die oben sind eh durch. Das sind ja die alten Items. Durch alles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Sachen. Fehlen dann noch. Plus 1, was hier jetzt wahrscheinlich noch dazu kommt, oder 2. No. Das ist gar nicht so viel. Klar, weil ich ja die ganzen Sachen vor Repentance hatte ich ja schon. Ist ja kein neuer Save-Slot. Man sieht dann auch nicht, was das ist, ne? Da muss ich dann halt irgendwie so mal so ein Table rausholen und gucken. Boah. Das ist schon strong als Defense, ne? Was denn Death Certificate? Welches war das denn? Das habe ich doch schon irgendwann mal aufgenommen. Achso, wenn du Death Certificate... Ach so, das habe ich noch. Habe ich Death Certificate schon freigeschaltet? Das habe ich noch nie gefunden. Ach du Scheiße, Isaac ist abgestürzt. Save-File weg. Ha! Das gab's schon ewig nimmer. Mach Death Certificate, dass ich in so einen Raum komme, wo alle Items liegen und dann kann ich mir eins aussuchen.
Hast du nicht nicht bekommst du erst, wenn du alle Chars durch hast. Ah, okay. Das ist dann das vorletzte Achievement, was mir fehlt, ne? Ja, bestimmt. Ja, das habe ich schon mal bei einer Streamerin gesehen, die auch streamt. Ist das ein One-Use-Active-Item, was man einfach einmal einsetzen kann oder was? Und dann kommt man da hin und dann geht man wieder zurück. Man darf sich einfach ein Item aussuchen aus allen. Aus allen Items, die es gibt, oder gibt es da eine gewisse Menge? Oh, das wäre natürlich geil, dann könnte ich direkt alles mitnehmen. Schrägschießen kann ich hoch besser als seitlich. Also horizontal kann ich das besser als vertikal. Ich weiß nicht warum. Okay. Das sind alle Items, wirklich alle, okay. Crazy. Was macht der denn? Und geht der direkt los wie Luzi hier? Okay, komm, gib mir jetzt noch Icy Tears oder sowas mit dem Splitshot, bestimmt geil. Klein. Was ist das eigentlich? Das macht doch irgendwas, dass ich irgendwo zwischendurch kann. Das heißt, meine Hitbox ist wirklich wesentlich kleiner und ich werde nicht so oft getroffen, ne? Dadurch. Weil zwischen Felsen und so kann ich nicht durch. Du wäre ein schöner Start, aber da werde ich niemals dran kommen. Ganz so cooles Item eigentlich, ne? Macht halt eigentlich nix. Da ist ein Schlüssel, den wir zum Glück nicht mehr brauchen. Nie mehr neue Ebenen, schalalalala. Nie mehr neue Ebenen. Das freut mich eigentlich am meisten. Auch wenn sie cool sind. Nach Isaac kommt dann Elden Ring. Nein, Elden Ring, ja, wird natürlich kommen hier. Elden Ring wird zum Start bestimmt ein, zwei Tage komplett kommen. Und danach mache ich dann wieder ein Cut Isaac Elden Ring. Ne? Easy Pete. Ja, Mother is down. Mother is down, Leute. Ja. Klar. Klar, Elden Ring auf jeden Fall. Auch wenn da ein paar Leute vielleicht nicht zugucken, weil sie denken, sie müssen es halt, sie wollen nicht gespoilert werden oder so. Verstehe ich ja auch, ist auch vollkommen in Ordnung. Mache ich ja genauso bei anderen Streamern. Aber das ist halt ein Spiel, das will ich unbedingt spielen. Ne? Also wenn das hier vorbei ist, dann gibt es wieder Split-Streams. Die erste Hälfte Isaac. Nicht immer, ne? Ist nicht in Stein gemeißelt, aber die erste Hälfte des Streams Isaac. Zwei bis drei Runs, je nachdem. Erstmal Eden Streak, erstmal reinkommen. Dann können wir weiter gucken. Und danach irgendwas, was ich halt gerade zocke, ne?
Und wenn Elden Ring rauskommt, ist das natürlich erstmal Elden Ring, ja. Das ist richtig. GG. Wollte eigentlich vor dir die 100% erreichen. Ja, so ist das, ne? Dead God Nummer 2. Ach, vielleicht auch mal. Vielleicht auch mal einen neuen Save-File. Aber den neuen Save-File werde ich erst machen, wenn meine physische Version von für die Switch ankommt. Dann werde ich dort einen neuen Save-File starten. Ob ich das dann mal so spiele, keine Ahnung. Vielleicht habe ich derzeit auch gar keinen Bock mehr auf Isaac, ne? Kann ja auch sein. Okay. Na, ist einfach mal richtig Laune. Ja, erstmal schön ohne irgendwas mit Isaac 10-mal zu Dingenskirchen rennen, ne? Zu Moms Hart rennen. Aber ich glaube schon, dass das trotzdem Laune macht. Oh, da hat's einer überlebt. Ist im richtigen Moment gejumpt. Haben wir auch Repentance für die Switch geholt. Was? Aber die DLC für Kartensoftware. Verstehe ich nicht. Was meinst du? Das verstehe ich nicht. Was ist denn die DLC für Kartensoftware? Also ich habe sie mir halt direkt physisch bestellt. Aber das ist, glaube ich, noch nicht auf dem neuesten Stand, ne? Das ist noch auf diesem pre-großen Bug-Behaving-Patch und Charakteranpassungs-Patch momentan. Aber es gibt's eh noch nicht. Also ist eh noch nicht verschickt von Nikalis. Instring, wenn alle Chars erledigt oder bei Dead God? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie ich das mache. Also ich habe auf keinen Fall Bock, mir die Items dann einfach zu craften mit einem 3-4-Stunden-Run mit Tainted Cane. Also wahrscheinlich werde ich es ganz normal machen. Nur das Problem ist, wenn du streakst und dann ein scheiß Item aufnehmen musst, weil du eben dieses Item noch brauchst, dann ist auch kacke, ne? Ich muss mal gucken, was für Items sind. Vielleicht kann ich auch eine Tainted Lost Streak machen. Oder so. Mal gucken. Oh, shit. Ja, das habe ich mir gedacht, dass das passiert. Okay, dann Boss. Hilft ja jetzt nichts. Wer ist denn besser? Ja, hier, ne? Die haben für Afterbirth Plus die DLCs rausgebracht. Die physische Version halt. Ja, aber nur Afterbirth Plus. Deswegen habe ich mir jetzt Repentance direkt vorbestellt. Da ist ja dann alles mit dabei, ne? Das heißt, ich hol mir einfach die physische Version von Repentance, wenn es denn rauskommt. Also ich hab's schon vorbestellt, es ist halt nur noch nicht verschickt. Ja. Ich gehe weiter, bevor was passiert, ne? Also dasselbe wie du gemacht hast mit Afterbirth Plus, mache ich dann mit Repentance. Devil Deal steht jetzt sehr auf der Kippe. Weil ich Scheiße gebaut habe. Wollte nicht warten, ja. Du kannst ja bestimmt Repentance dann ja auch upgraden oder sowas. Für ein bisschen Geld. Thank you.
hardcore, ne? Oh! Oh, mach den doch kaputt! Danke. Der Run ist vieles, aber nicht safe, ja. Da ist das bei diesem Jarvis kurz vor Ende. Man hat es ja vorhin gesehen, ne? Ich meine noch 3,5 Damage, da kann noch gar nichts, kannst noch gar nichts sagen. Fürs Blue Heart, yes. Hängen geblieben. Jetzt kommt der Unki. Unki, komm, sag's. Falls du heute Beast schaffen solltest, wäre ich dafür, dass du danach zur Entspannung und zur Belohnung noch einen Eden Hard Run gönnst. Das kann ich machen. Wenn ich das heute noch schaffe, mache ich das. Thank you, Unki. What? What? Der hat mich darüber geboxt. Habt ihr das gesehen? Das war, was war das für ein krasser Bug? Oh mein Gott. Ich hätte gar nicht mal rüber können. Ich konnte ja nicht fliegen und nix. Was ist das denn? Habt ihr das gesehen? Kein Krampus. Der hat mich einfach drüber geboxt. Ich bin explodiert und das Ding ist, ich bin rübergeflogen. Und dann hat der andere mich erst getroffen. Und dann wurde ich zu lost. Wie geil.
Krampus ist eins meiner Lieblingslieder von dem Album von Feuerschwanz. Im neuen Album. Hab ich, glaube ich, sogar schon gehört. Ist das nicht die erste Single-Auskopplung sogar? Little Portal. Okay, nehme ich mit. Ja, ich musste weg. Hart wäre jetzt echt ganz gut. Ich meine, das ist das Titel in Memento Mori und unter. Vielleicht habe ich es auch nur. Eins habe ich gehört, vielleicht wurde mir das dann auf YouTube einfach nebendran angezeigt oder so. Das kann sein. So viel Geld, ich brauche das eigentlich nicht. Wer hat denn das? Ach, Lil Portal hat das gefressen. Ups. Ah, du Herrgott. Lul. Okay, wir nehmen's mit.
Holy moly. Ultra Secret Room. Ich glaube, ich gehe einfach weiter. The Hierophant. So, was ich mitnehme, ist alles gut. Also, damit das hier. Huge growth, ne? Little Portal. Bist dann bestimmt normal groß? Ja, so irgendwas habe ich mir gedacht. Wer ist der Ausweichgott? Oh, da ist noch einer. Lol. Ah! Hier noch was ganz anderes. In der ZDF-Mediathek gibt es zurzeit einen Film, die Wannsee-Konferenz. Ein leichter Film, ein sehr beeindruckender, beklemmender und sehr wichtiger Film, den ich jedem empfehlen kann. Und was ist mit dir los? Hast du eine direkte Beziehung dazu? Musste. Tut mir leid. Zum Glück nicht, aber ich habe mir am Dienstag am 80. Geburtstag, zum 80. Jahrestag angeschaut. Wie zum 80. Jahrestag des Filmes oder der ZDF-Mediathek? Oh Gott, ich hatte... Warum bist du da nicht rein? Oh, ich muss das erst beenden hier. Oh Gott. Ich dachte, ich habe keinen Schlüssel.
Oh, fast hätte es mich gehittet. Wo bin ich? Necropolis 1. Okay, das geht noch. Ja, klar. Ja, klar. Kommt hier's ab. Perks. Oh. Wafer habe ich ja schon. Was denn? Perks und Wafer zusammen? Stack das und ich kriege gar keinen Schaden mehr? Wäre geil. So, jetzt nicht vergessen, hier in dieser Ebene müssen wir zu Beast gehen. Das heißt, wir brauchen diese Dreckskarte, ne? Und danach wieder Huge Growth. Eigentlich kann ich Huge Growth direkt hier liegen lassen. Eigentlich machen. War noch nie was drin, ne? Oh, ich bin ziemlich klein. Ich komme sogar an der Münze vorbei.
Raum. Brauche ich nicht, das habe ich eh schon. So, Mother töten. In Devil, die brauche ich gar nicht mehr. Da war ich schon drin und dann rausbohren. Grove mitnehmen. Jetzt noch diese Ebene irgendwie überleben, Mann. Da bin ich schon so oft gescheitert. So geil durch dieses Festhalten, ne? Das ist halt echt strong. Festhalten mit C-Section zusammen echt strong. Das war close. Ich hab ihn kurz aus dem Auge verloren. In den Shop gehen wir natürlich noch. Perks, ne? Hoff. Noch ein langer Weg, Leute. Ich geh mal hier hin, ich will ihn hinter mir haben. Wenn ich da durchrenne. Oh.
spent it. It's gone. Just get over it. What do you mean? What do you mean it's gone? How can you have spent our savings? Stimmt, da war ich ja gar nicht drin. Lul. Hi, very happy. 20:30. Grüß dich. Look at who he has to look up to. You're drunk again, aren't you? Shut up, Maggie. Shut up. You just keep pushing me like this. I'm leaving. Good. Leave. We'll be fine without you. Abandon us like you abandoned yourself. Jacob is hell. Ja, ist richtig. Letztes Achievement, was mir noch fehlt mit ihm. Insgesamt. Last achievement to Mother. And become saved. Let his light inside you cleanse your soul. You are insane. You are taking this too far. Did you hear how you sound? Pray with me. Pray for your salvation. Come, pray with us, Isaac. Der Wafer ist ja super geil. Ich hab dran gedacht. Ich hab ja Wafer. Das heißt, ich kann den ja wirklich face tanken gleich. Wenn ich nicht vorher sterbe. Alter, der HP, ne? Mehr als jeder Boss.
Okay, let's go. Wir sind da, Leute. Broken Modem macht der halt fast gar nichts, ne? Durch Broken Modem macht der halt echt fast gar nichts. Drauf an. C-Section rocks. Erstmal den Kleinen wegschicken, ne? Easy Pete empfohlen. Guter Einfall. Alter, geschafft! Was war das? Das ging fix. Was war das? War Dank an Easy Pete, falls er noch zuguckt. Das war ein sehr guter Rat, den da hinten dran zu schicken. Dann kommt er mit dem Speed gar nicht mehr hinterher und ich habe den aus den Füßen. Leute, die zwei krassesten Dinger, C-Section Super Strong, ne? Hat man ja gesehen, die ganze Zeit. Kann er sogar nicht glauben, ne? Ich hab das durchgespielt jetzt. Da habe ich heute Morgen noch nicht mit gerechnet, dass das heute passiert. As he became lighter, his ascent became faster. Oh my God! He saw his one true companion alive and well. He saw his mother and father. Hättest du dir doch gesagt, dass du heute Mother and Beast schaffst?
Sagen und umsetzen sind so zwei Dinge. Ne? Mein Chef sagt mir auch viele Dinge. Ob ich sie dann umsetze, ist die Frage. Ja, wenn ihr das finale Ende von Isaac nicht gespoilert bekommen wollt, müsst ihr jetzt kurz muten. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Good. Are you getting sleepy yet? Yeah. Okay. Erstmal, dass man Isaac hört, glaube ich sogar. Isaac and his parents lived in a small house on the top of a hill. Oh mein Gott. Wie immer, wenn man ein Spiel durchgespielt hat, wenn ich ein Spiel durchspiele, der Abspann wird natürlich mindestens einmal laufen lassen, ne? Auch wenn Leute hier im Abspann nur Fastfood fressen, kacken und kotzen, ne? First try, wie immer. Wie immer, so sieht's aus. Oh mein Gott! Dass der Tag irgendwann mal kommen wird. Eden Streak to find. Items. Was kriege ich? ESO Junior und Death Certificate. Da ist es. Jetzt noch Eden? Ja, machen wir, habe ich ja gesagt. Nein, mir fehlt noch zwei Achievements. Nein, mir fehlt noch eins jetzt. Das stimmt auch gar nicht. Mir fehlt noch eins. Ich kann aber nochmal nachgucken, aber jetzt schreiben wir ja. Items sammeln. Miley. Weil das müssen sie auch. Da ist Death Certificate. Ja, richtig. Ja, 636 von 637. Streak. Null. So. Freunde, geil.